So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der PS4 Nachrichten. Und ich habe euch wieder mal ein paar News zusammengestellt. Wir fangen gleich bei The Division an. Das ist ein Spiel, was ihr wahrscheinlich alle kennt, was demnächst released wird. Anfang März. Und da haben die Entwickler sich jetzt nochmal zu Wort gemeldet und haben gesagt, man braucht keine Angst haben, wenn man Einzelspieler ist, dass das Spiel unmöglich schaffbar ist. Der Schwierigkeitsgrad wird sich anpassen an die Größe der Teams. Also wenn ich mit einem Spieler spiele oder mit zwei Spielern oder sogar mit drei, wird sich der Schwierigkeitsgrad ändern. Da kann man nur sagen, beziehungsweise so ist meine Meinung, dass das eine tolle Sache ist. Denn es gibt ja auch genug Leute, die das Spiel als Einzelspieler spielen möchten. Und wenn du in einer Gruppe spielen möchtest, dass es dann halt nicht zu leicht wird. Also wie gesagt, alles richtig gemacht, Ubisoft. Finde ich gut soweit. Jetzt bin ich auf jeden Fall noch gespannt auf den Release, wie das Spiel im Allgemeinen wird. Und ja, da gucken wir einfach mal. So, weitere News zu Mafia 3. Mafia 3, eins meiner meist erwarteten Spiele. Auf jeden Fall. Und da haben sich auch die Entwickler jetzt zu Wort gemeldet und haben uns gesagt, warum ein Release-Datum noch nicht feststeht. Und zwar möchten sie ein perfektes Spiel rausbringen, ein fehlerfreies Spiel. Die sagen nicht ein perfektes, ein fehlerfreies. Und die werden Mafia erst releasen, sobald sie keine Fehler mehr finden. Ja, kann man eigentlich auch nur sagen, dass das natürlich eher positiv ist. Wer möchte schon ein fehlerhaftes Spiel spielen? Und ja, dass es kein perfektes Spiel wird oder dass auch der ein oder andere Fehler im Spiel drin sein wird, ist eigentlich logisch. Ich meine, ja, ist einfach logisch. So, jetzt gibt es, beziehungsweise wurden die Verkaufscharts aus England veröffentlicht, welche Spiele sich dort besonders gut verkauft haben. Und da habe ich eine kleine Top 10 zusammengestellt für euch. Es gibt ja eine Top 50, aber alle 50 Titel muss ich euch ja jetzt nun nicht hier nennen. Erstmal vielleicht ganz wichtig zu Anfang, die PS4 hat sich durchaus besser verkauft als die Xbox One. Für alle PlayStation-Nutzer keine große Überraschung, haha, und natürlich auch eine gute Nachricht. Ich meine, wenn sich die Konsole gut verkauft, werden genug Spiele released und genug Spiele veröffentlicht. Also alles gut, alles cool. So, jetzt kommen wir aber zu den Verkaufscharts an sich. Da haben wir schon mal auf Platz 10 Lego Jurassic World. Ist halt ein Lego-Spiel, war nicht so meins. Aber wenn ein Lego-Spiel sein müsste, dann würde ich wahrscheinlich auch das spielen. Dinosaurier gehen immer. Die sind auch zurzeit ziemlich im Trend. Da werden wir wahrscheinlich noch einiges zu sehen bekommen. So, auf Platz 9 ist Assassin's Creed Syndicate. Ich spiele das gerade, ich let's play das gerade für euch. Ist ein sehr gutes Spiel geworden. Einer der besten Assassin's Creed Teile seit Jahren. Muss ich einfach mal so sagen. Und ja, dann kommen wir hier zu Platz 8, Call of Duty Advanced Warfare. Gut, schon ein bisschen älter. Und ja, ich habe es auch gespielt. Ich habe es auch platiniert. Online-Modus hat mir nicht so gefallen. Halt so ein typisches, naja, nichts Besonderes halt, war. Auf Platz 7 war FIFA 15, also 15, nicht FIFA 16, sondern FIFA 15. Auf Platz 6 Batman Arkham Knight, da gab es ja News gestern noch, dass
dort gratis ein gratis DLC kommen wird. Auf Platz 5 GTA 5. Ja, dieses GTA kriegt man wahrscheinlich aus den Verkaufscharts nicht mehr raus. Das ist ja ein unwahrscheinlicher Hit. Ich habe es auch gespielt auf PS3 sowie auf PS4. Auf PS4 hat es mich dann doch aber gelangweilt, weil ich das auf PS3 wahrscheinlich sehr lange gespielt habe. Aber ein Top-Spiel. So, jetzt kommen wir aber langsam zu den entscheidenden Sachen. Auf Platz 4 Star Wars Battlefront. Auf Platz 3 Fallout 4. Mann, ich habe einen Frosch im Hals, das tut mir hier leid, aber ist ja furchtbar. So, wo waren wir jetzt hier? Auf Platz 2. Jetzt wird es interessant. Auf Platz 2 Call of Duty Black Ops 3. Spiele ich ja auch noch. Finde ich ein sehr gutes Spiel. Auch hier beste Call of Duty seit Jahren, seit zig Jahren. Das ist endlich ein Call of Duty, so wie ich mir das mal erhofft habe. So, und was ist auf Platz 1 in England? In England, ihr werdet euch das schon fast denken können. Auf Platz 1 FIFA 16. Ja, da sind sie, die fußballverrückten Engländer. Nicht nur im Real Life, auch auf der Konsole. Ja, ein bisschen komisch, dass Pro Evolution Soccer da vielleicht nicht in den Top 10 auch gelandet ist. Naja. So, das waren die Verkaufscharts aus England. Nun kommen wir zu einer ganz coolen Story, wie ich finde. Und zwar hat Terry Garrett das Spiel The Legend of Zelda durchgespielt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ey, was ist daran so interessant? Das habe ich auch schon mal durchgespielt. Ist ja ein N64-Spiel. Terry Garrett ist blind. Der hat das Spiel komplett blind durchgespielt. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist so, ja, so dieses Never Give Up, weißt du? Finde ich eine coole Aktion. Ja, wie gesagt, der ist blind. Er hat das Spiel auf Computer durchgespielt. Mit so einem N64-Emulator. Und er hat 5 Jahre gebraucht. Mit Pausen, wohlgemerkt. Und hat das Ganze auch bei YouTube hochgeladen. Also falls ihr Interesse daran habt oder mal gucken möchtet, googelt mal Terry Garrett. Und ja, finde ich total süß. Total cool. Ja, so, jetzt habe ich noch eine Information, wo ich gestern schon drüber gesprochen habe. Und zwar zu The Life is Strange. Das soll ja laut Square Enix schon fast ausverkauft sein, beziehungsweise die Limited Edition. Und das hat sich jetzt tatsächlich bewahrheitet. Ich habe mal geguckt, das liegt daran, dass der Titel nur 30 Euro kostet, also die Limited Edition kostet nur 30 Euro und ist gespickt mit einem Soundtrack und einem Buch und bla bla bla. Also da ist einiges drin. Und ja, bei Amazon kann man vielleicht mal noch mal Glück haben, den Titel zu kriegen. Aber im Großen und Ganzen ist der eigentlich ausverkauft. Das Spiel, wie gesagt, auch dann in Deutsch endlich spielbar. Und für 30 Euro definitiv ein gutes Angebot. Ja. So, und die letzte Information, die ich heute für euch habe, ist nochmal von Dead or Alive 3 Extreme. Das ist ja, wer Dead or Alive kennt, das Spiel mit den leicht bekleideten Frauen. Und jetzt haben die Entwickler sich auch dazu geäußert, warum es keinen Release im Westen gibt. Und zwar liegt das daran, dass die Angst haben, weil die Frauen da so dargestellt werden, wahrscheinlich so als kleine Sexobjekte und so weiter und so fort. Das finde ich total, total daneben, totalen Quatsch. Also ich meine, guckt euch mal die Pornobranche in Amerika an, Alter, da sollte keiner irgendwie Scham haben. Da machen die Gangbangs, da wird einem schlecht. Aber wenn in einem Videospiel digitale Titten wackeln, heulen sie rum oder, Alter,
Oder die Deutschen, die sind genauso schlimm. Die schicken ihre Pornostars zu Big Brother in die Öffentlichkeit, machen da irgendwelche Challenge mit Lutsch dich tot, Alter, da machen die Blowjobs. Boah, da wird einem schlecht, ich schwör euch. Aber wenn in einem Spiel die digitalen Titten ein bisschen wackeln, da ist der Aufschrei groß. Ja, nee, so soll man Frauen nicht darstellen. Ich meine, die stellen sich ja selber so dar. Ich meine, Alter, da fehlen mir die Worte. Ich meine, ich möchte jetzt hier nicht mich als Macho outen oder was auch immer. Aber Leute, ganz ehrlich, das ist so dämlich, so daneben. Ich meine, das ist meine Meinung. Wenn ihr das anders seht, ja, dann ist das so. Aber für mich ist das kein triftiger Grund. Und ich finde das, wie gesagt, absolut lächerlich. So, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr euch meine News angeschaut habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal, sprich morgen, auch wieder mit von der Partie. Und ja, bis dahin, lasst es euch gut gehen. Und ja, abonniert mal meinen Channel, liked mal meine Videos und schaut mal meine Videos. Ja, also, bis dann, Leute.